Darfst du es lässt grüßen. Seine eigene Kraft ist sein Untergang! Warum ist der kein Esther? Achtet auf die Clown! Achtet auf alle! Ha! Doch nicht so unbesiegbar! Ja, springt auch die andere Teile ab! Zieht mir den Kerl aus! Oh oh, sollten wir hier rausgehen. Ich muss mich konzentrieren. Hoffentlich weiß Lady Hellbender unsere ganzen Mühen zu schätzen. Die Lady weiß genau, wie man voll kultiviert. Na, ich kann's nicht. Ich muss die Route wegkriegen. Treffen. Wir hätten mit der Milano-Spock zu Kapitän legen sollen. Eisflug, Nitakul. Seht ihr? Eisflug ist gar kein schlechter Spitzname. Vergiss es. Seht doch, er sitzt. Na, nicht feilen. So ein Mist. Lava-Fum, ruhig, Fum. Er ist kein Haustier, Peter. Doch nicht. Ich kann ihn nicht treffen, vorher. Ich hätte erst das. Oha, und ich gehe da runter. Oh nein, weg hier. Er will uns vernichten. Das ist sehr verständlich. Er ist gewaltig. Fairerweise muss man sagen, dass du bist, Wicke. Ich bin gleich. Glorreicher Feuerweg. Und gleich hinter ist. Sei nicht albern! Dann kann der Kampf beginnen. Er rülpst Feuer! Er tritt mit voller Wucht zu! Oh no. Na komm! Sind wir gleich. Enteis ihn! Okay, jetzt geht's. Auf geht's! Oh nein, er hat noch einen Deckel auf. Ich glaube nicht, dass er geräuschlos kommen wird. Denk daran, dass wir ihn nicht töten. Lass dich nicht fressen, Peter Quill. Das wird hart. Deine Stirn. Bist du nicht mehr so heiß, was, Fum? Nur her damit, du Riesen! Nur jetzt! Sie folgt dir auf Bord! Ja! Das warst du knapp! Ach, du Scheiße! Gute Idee! Muskelpaket, hilf Groot mal! Er glaubt, ihr beide könnt den Felsen direkt in Fums Gesicht zurückschleudern! Na dann. Versuch das mal zu überleben. So viel dazu. Was denn hätte ich tun sollen? In dem Moment hätte ich stehen müssen. Schöner Checkpoint. Das war zu knapp. Jetzt brauche ich meine. Komm. Das war's doch wohl mit Leise. Ah, Scheiße. Und ich bin wieder am Arsch. Ich muss auf Ende zur Spitze kommen. Darfst gern aufgeben, Tom. Ja, dann sind wir nett zu dir. Auf
Scheiße, wie können wir den denn besiegen? Jetzt kommt unser Angriff! Wir machen immer kaum Schaden. Lass dir einfach nicht die Äste wegbrennen! Geht alles, Rocket! Lass uns was kommen. Okay, Drax. Den nächsten Plan, wie wir Geld machen, spielst du. Na komm, Angriff nicht dauern. Hoffentlich sind wir dann quitt mit Hellbender. Wer hätte nicht gerne einen Drachen als Haustier? Nicht dauern. Das war's dann wohl mit Leise. Ach, kommt schon. Noch mehr Feuer? Ja, großartig. Auf zum Himmel! Beeilen wir uns! Mir wird langsam kalt! Ich bin sicher, Funk wird sich gerne aufwärmen! Wir treffen kaum was. Oh Mist. Und wie können wir? Ihr zwei, macht euch bereit! Wir lenken ihn ab! Na, danke. Ich kann nicht glauben, dass wir mit dem Drachen kämpfen! Ich versuche nur zu überleben. Nein! Oh Gott, dieser Kampf. Jetzt beginnt es natürlich wieder von vorne, was sonst. Nur her damit, du! Dann kommt was geschafft. Das war zu knapp! Auf die Spitzen. Muskelpaket, hilf gut, Mann! Das wollen wir bleiben. Ich glaube, ihr beide könnt den Felsen direkt in Fuchs Gesicht zurückschleudern. Ja, warum machen wir das nicht? Ich bleib nicht da oben, ich Gott. Nein, Scheißdreck. Wir müssen auf so eine Spitze stehen bleiben. Und jetzt. Das Eis bricht nicht, du Riesenbaby. Du bist dran. Räum sie weg, Max. Die Schnauze. Ich kann nicht glauben, dass wir mit dem Drachen kämpfen. Eine wahrhaft bedeutende Schlacht. Jetzt alles. Ich werde ihre Knochen brechen. Hellbender hat so viele Schaden, wie du fressen kannst. Oh no, ich muss unbedingt drin stehen. Pack deine Schwarzbomben aus! Keine Zurückhaltung jetzt! Redet ihr mit uns oder mit Fu? Steht nicht im Weg! Ich bin bereit, ich brauche nur eine Lücke! Ha, seht nur, wie er strampelt! Was jetzt, Peter Quill? Eine gute Frage. Wir hätten zu verkaufen sollen, die ihn vorschlug. Keine Quarantänezone, keine Strafe, keine Kirche. Ha! Glorreicher Feuerregen! Oh no. Ich kann nicht glauben, dass wir mit dem Drachen kämpfen. Was ist los, Peter? Mein erster Fall. Okay, wir kommen in das Eisstückchen. Ganz klar seine Aufmerksamkeit. Er hat unsere.
können wir ihn aus. Hoffentlich sind wir dann quitt mit Hellbender. Was jetzt, Peter? Gute Frage. Kann ich getroffen werden? Ich sterbe? So ein Scheißdreck, so ein Mist muss man überleben. Wir müssen doch irgendwie auf diese kleinen Fitzchen. Ich muss mich irgendwie auf diese Fitzchen stellen. Das, und das. Oh Gott. Und der Kampf beginnt von. Oh Gott, nein. Oh je. Okay. Wir werden heute den ganzen Team hier verbringen. Nein, 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 nein. Bleib hier oben drauf. Was zum? Jetzt. So viel, Schaden bin ich. Und Attacke. Okay, Drax. Den nächsten Plan, wie wir Geld machen, spielst du. Keine Zurückhaltung jetzt! Friss Plasma, du zu groß geratene Eidechse! Ja. Auf die Spitze. Hellbender hat so viele Schaden, wie du fressen kannst. Vorsicht da unten! Ich stehe natürlich genau hier. Wir haben ganz klar seine Aufmerksamkeit. Es ist los, du! Fühlt sich ungeschützt? Sein Zorn regnet herab! Bereit! Er rülpst Feuer! Passieren. Ich muss da vorne hin. Gras überlebt. Da steht doch mein Name drauf. Und Dex am Marsch. Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Ich helf dir, Drax. Den Weg von denen. Das ist ja auch nicht. Dann kämpfst du nicht hart genug, Rocket. Das kann, das darf nicht. Brauchst du Hilfe? Wenn ich mich absenken, müssen wir angreifen. Jetzt. Oh, oh. Peter! Unterwegs. Kann ich nicht machen, bin ich selbst. Ja. Ich schon, wir hätten dich verloren! Stücke
Schaden, dass wir mit dem Drachen viel zu wenig Schaden. Und schieß drauf. Was ist los, Boom? Hat das Eis deine Klaue erwischt? Und drauf, Brad! Wir haben ganz klar seine Aufmerksamkeit. Und er hat unsere. Scheiße, dann geht es erst bis zur Hälfte durch. Du darfst gern aufgeben, Tom! Leute, Gruppe bilden! Ich brauch grad ein bisschen Ruhe. Selbst die verflagten Shitori haben fairer gekämpft als die. Sie hatten einen Ehrenkodex. Einen abgeflagten Ehrenkodex, aber es stimmt. Diese Monster halten sich nicht an die Regeln. Ich bin Groot. Wenn sie nicht reinkämpfen, machen wir das auch nicht. Wir werden da draußen verdroschen. Und wisst ihr warum? Weil wir versuchen, fair zu kämpfen. Aber in dieser Galaxie gewinnst du nicht, wenn du fair kämpfst. Wenn wir also das Schlachtfeld wieder betreten, werden wir es diesen Losern mit gleicher Münze heimzahlen. Wer ist dabei? Weise Worte, Peter! Sehr gut, Peter! Das klappt! Hellbender hat so viele Scharken, wie du fressen kannst. Das war gut, dass der sich irgendwann... Vorsicht da unten! Ich bin bereit, man irgendwann legt. Jetzt! Achtet auf seine... naja, auf alles! Die Bestie wird fliegen und er sieht es nach! Ich bin bereit zu zerstören! Lieber dich! Aber wirklich, ich erkenne kaum Schaden. Du darfst gern aufgeben, Tug! Ja, sei brav, dann sind wir nett zu dir! Lasst euch nicht verbrennen! Vorsicht, der Schwanz! Schwanz! Durchladen, Rocket! Das Eis bricht nicht, du Riesenbaby! Feuerball im Anflug! Er will uns vernichten! Und auf die Hand! Schneid sie in Streifen! Bis auf die Knochen! Räucher sie aus, Rocket! Groot, jetzt müssen wir sie aus! Tu ihnen weh! Ich kann nicht glauben, dass wir mit dem Drachen kämpfen! Wenigstens Dellen! Fleisch kriegt keine Dellen! Wir machen ihn wohl wütender! Das ist doch mal ein Fortschritt! Du darfst gern aufgeben, Puck! Du wirst Lady Hellbender lieben! Versprochen! Immerhin! Bombenlos, Rocket! Keine Zurückhaltung jetzt! Fress Plasma, du zu groß geratene Eidechse! Rocket, mach dein Ding! Oh no. Wir packen unseren Schlag gegen Zug vor. Achtet auf seine... naja, auf alle. Nein, das nicht. Nein. Unser Verlust ist nah. Umstehen nach. Die Quelle ist gefallen. Tch. Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Nicht nochmal von vorne. Nur her damit, du Riesen. Führt das Spiel hier noch. Heute. Alter Schwede. Wir hatten die schon auf ein Viertel runter. Gute Idee. Muskelpaket, hilf gut mal. Er glaubt, ihr beide könnt den Fels direkt in Fubs Gesicht zurückschleudern. Oh nein. Nicht schon jetzt. Das ist unsere Chance, richtig Schaden anzubringen. Jetzt. Alles für dich, Rocket. Glauben, dass wir mit einem Drachen kämpfen. Eine wahrhaft bedeutende Schlacht. Wickel sie ein, Kuppel!
Jetzt schlägt Greg T. Zeit für das Schwebegeschütz. Greg, schalte sie ab. Hoffentlich sind wir noch fit mit Herrn Wetter. Es wäre klug, in Ihrer Anwesenheit Ihren vollen Titel zu benutzen. Das hätte besser gehen können, aber... Hellbender hat so viele Schaden, wie du fressen kannst! Der Tag ist äußerst scheiß für diesen Kampf. Ich kann nicht glauben, dass wir mit dem Drachen kämpfen. Alles in Ordnung? Na komm rauf hier. Rocket, entsichern und los! Reiß sie auseinander! Das war schlecht. Verdammt so. Sonst ist das gleich vorbei. Redet ihr mit uns oder mit uns? Rein dort. Es ist unsere Chance, richtig Schaden anzurichten. Ja, man wollen wir das irgendwie nicht. Zeig hoffentlich sind wir dann quitt mit Hellbender. Hoffentlich, denn wir brauchen einen Gefallen von ihr. Fast Tracks! Machen wir wenigstens den. Wir machen ihn wohl wütender. Das ist doch mal ein Fortschritt. So, erledige sie. Im besten Fall machen wir es jetzt in dieser Runde. Ob wir noch eine Runde schaffen, das weiß ich nicht. Du wirst weg auf neuen Film. Bitte sorgen für ein lebendiges Fluggefühl. Leute, Gruppe. Vielleicht können wir es so schaffen. Und während er noch am Boden ist. Der Sieg wird bald unser sein, meine Freunde. Außer sie kriegen Verstärkung. In dem Fall müssen wir blitzartig handeln und sie von hinten erwischen. Aber was, wenn sie zu schnell sind? Dann brauchen wir einen anderen Plan. Keinen zweiten Balken. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich auf dieses Schlachtfeld blicke? Ich sehe euch alle. Und ich bin wie hypnotisiert. Hypnotisiert? Was? Ich mein's ernst. Dank euch würde ich am liebsten rund um die Uhr nur kämpfen. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Typen jetzt in den Boden stampfen? Hm? Wer ist dabei? Wir sollten das hilfreich sein. Na komm, rauf da. Leg los, Rocket! Aber gar nicht mal so scheiße. Und sie ist angepisst. Dann wird sie nachlässig werden. Erfrischend! Ganz klar seine Aufmerksamkeit. Was ist los? Bist du nicht ungeschützt? Ich kann nicht glauben, dass wir mit einem Drachen kämpfen. Eine wahrhafte Rundenzustand. Steht nicht im Weg! Meine enorme Stärke wird zu wenig und jetzt eingesetzt. Auf. Es
nicht sehr. Rocket! Sprengung! Das Eis bricht nicht, du Riesenbaby! Komm schon, Kuhn! Du wirst weg nach meinem Bild! Hellbender hat so viele Scharken, wie du fressen kannst! Ein Maler! Haut ihn um! Sieht nicht so aus, als würde er es uns leicht machen! Eine Bestie ist am gefährlichsten, wenn sie verzweifelt ist! Wir dürfen nicht scheitern! Oh nein! So viel zum Scheitern! Schnell! Bevor Boom es durchschaut! Gib alles, was du hast! Dann los, Feuer! Und rein dort! Als ob wir es geschafft haben. Ich glaub's nicht. Ja! Wir können triumphieren. Boom ist besiegt. Oh, wow. Jemand anders sagt ihn ein. Ey, das ist unser. Moment! Nein! Wir haben gerade für dich besiegt. Leute! Lady Hellbender, wir kommen! Niemand entkommt meinem Zorn! Gut, wir sind am Arsch. Monsterkönigin von Zecknaf 9, du wolltest ihn anhören! Du hast es versprochen! Dann sprich! Hoffentlich ist das die, in der du das Richtige sagst. Wir haben es verbockt. Haben dich betrogen. Haben dich beraubt. Haben dein Baby auf dem Gewissen. Das können wir nicht mehr ungeschehen machen. Aber wir bringen es wieder in Ordnung. Quill. Du Mensch hast ihn getötet, den Drachenfürst von Kakarantara? Nein! Nicht! Er lebt noch. Jetzt müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen. Oh, das ist neu. Das ist nie eine gute Nachricht. Das ist neu, ist nie eine gute. Ich hoffe, die kriegt ihn jetzt gezähmt. Endlich hat das Schicksal uns beide zusammengeführt. Lord Fu. Die letzte Ernte beginnt. Tote Welten. Deren Schreie den Weltraum durcheilen. Das müssen wir. Wir müssen gehen. Sofort. Jemand muss sich der Kirche entgegenstellen. Aber allein schaffen wir es nicht. Du bezahlst eine Schuld und erschaffst dir eine neue? Nein, obwohl ich natürlich verstehen genug kann. Ich sammle meine Streitkräfte.
Also dann, Abflug. Push comes to shove, we'll bring hell down.